Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich da stehe, ich bin umzingelt vom Gefängnis. Und zwar darum, weil niemand, außer dem Gefängnis, finden so viele Kriminelle in einem Haus. Ich stehe jetzt neben David Roth, Präsident von der Juso Schweiz. David, heute ist die Occupy-Bewegung auch in der Schweiz angekommen. Was sind die Hauptbeweggründe, dass du heute da bist, dass die Juso heute da ist? Ich glaube, es sind zwei Punkte. Zum einen eine ganz klare Absage an das Finanzmarktsystem, an das Ausbeutersystem. Und ich glaube, wo nicht eben der Mensch, sondern das Geld im Zentrum steht. Wir wollen den Mensch, und das ist das Zweite, ins Zentrum stellen. Und das heisst, dass wir Demokratie in allen Lebensbereichen, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik haben. Wenn du von mir redest, redest du von der Juso oder denkst du sprichst für alle, die heute da sind? Ich kann primär mal für mich reden. Ich rede, glaube ich, für eine grosse Mehrheit von der Juso. Und ich glaube, sonst müssen wirklich alle ihre eigenen Meinungen bilden. Das haben wir, glaube ich, auch ermöglicht, dass sie dann eine grosse Wahl hat, wo man kann seine eigenen Forderungen draufschreiben kann. Und das ist auch richtig so. Ich habe vorhin auf dem Boden gesehen, scheiß Parteikampf, irgend so etwas. Gewisse Leute haben sogar das Gefühl, die da sind, dass die USA da Wahlkampf betreiben. Was sagst du da dazu? Wir sind die Partei, die seit Jahren eine antikapitalistische Politik machen. Wir haben vor 3 Jahren die erste Besetzung gemacht und Paradeplatz. Wir sind extrem froh, dass so viel mehr Leute sich jetzt für das Ganze auch einsetzen, auch von sich aus einsetzen. Wir sind einfach auch ein Teil davon und das werden wir auch weiterhin bleiben. Es gibt jenste Aussagen, die hier gemacht werden. Da an der Seitenwand steht zum Beispiel 9/11 was ein Inside-Job. Distanzierst du dich jetzt von solchen Sachen oder kannst du das auch akzeptieren, dass das hier in dieser Gemeinschaft ist und mit dir auch in Zusammenhang gebracht wird? Das hat überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Thema, das wir heute diskutieren. Und ich finde es ein bisschen falsch, dass wir machen hier auch keine Anti-AKW-Demo heute. Da kann man vielleicht mal wirklich sich auf ein Thema fokussieren. Es verfehlst einfach die Botschaft, wenn wir Verschwörungstheorien hier bereitschlagen. Was denkst du, ist heute das Hauptziel von der Occupy-Paradeplatz-Bewegung? Das Hauptziel ist, zusammen mit all den anderen bis zu 1000 Demonstrationen, die weltweit stattfinden, ein Zeichen zu setzen gegen den Raubtierkapitalismus. Und ich glaube, das ist weltweit das, wo man sagt, Absage an das System, mehr Demokratie. Was siehst du für Alternativen zu diesem System? Ich denke, es muss einfach wieder mehr in die demokratische Kontrolle kommen. Es muss das Geldwesen, das ein sehr zentrales Herzstück ist von der Wirtschaft, das muss eben auch von denen kontrolliert werden, die davon betroffen sind, dass die Menschen und nicht einzelne Banken sind. Das ist schon mal eine Alternative, also die Demokratisierung von der Wirtschaft. Ist die Abschaffung des Investmentbanking eine Alternative? Selbstverständlich, aber das ist ein Teil davon, das ist nicht eine Alternative, das ist eine Massnahme. Aber ja. Eine erstrebenswerte Massnahme? Sicher, ja. Merci vielmals für das Interview. Danke.